So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mittelerde Schatten des Krieges. So, wir machen weiter mit der Hauptstory und laufen da gleich mal Geschwindibus hin. Ja, da kommen gleich mal die ganzen Karagor-Reiter, sehr gut. Ja, die mir jetzt ziemlich auf die Pelle rücken. Ah, da kannst du nicht draufklettern. Was? Du kannst da nicht draufklettern? Aber da kannst du draufklettern. Sehr gut, sehr gut. Da kannst du auch rauf, oder? Sehr gut. Schauen wir, dass wir so schnell wie möglich da wegkommen. Nämlich gegen 5 Viecher, glaube ich, bin ich noch nicht wirklich gerüstet. Aber Hauptsache, ich mache jeden Hauptmann hin. Okay, passt. So, sind schon da. So, Niemalsland. Die Angriffe der Ork-Armee kommen von Kirit Ungol. Schließe die Baron. Was? Dich Bar. Wie heißt der? Paranor? Paranor? An und trage den Kampf nach Mordor. Paranor. Genau, der einzige Schwarze, glaube ich. Der einzige Schwarze in ganz Mittelerde. Dafür kriegen wir 2700 Erfahrungspunkte und 370. Wie heißt das nochmal? Miril oder irgend sowas? Also Gold halt. Paranor, dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen? Ein paar sind noch übrig, aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. So, Häuptlinge sind überaus mächtige Orks, die oft von Hauptmännern beschützt werden. Ja, das hat man ja eh in meinem Let's Play bis jetzt schon gesehen. In Erfahrung zu bringen, werden die Häuptlinge beschützt, um diese Beschützer zuerst zu Fall zu bringen. Erleichtert dir den Sieg über die Häuptlinge um ein Vielfaches. Das Armeenmenü zeigt dir, welche Hauptmänner einen Häuptling bewachen. So, wir drücken auf Optionen. Na, oh ja, drücken wir. So, und wie man sieht, eigentlich sollte der schon tot sein, glaube ich. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das der war. Na, der Herzlose war es nicht. Es war irgendwer anderer, den ich umgebracht habe. So, die Häuptlinge in diesem Gebiet sind die Anführer der Ork-Armeen. Indem du einen Häuptling auswählst, kannst du dir seine Leibwächter anzeigen lassen. Wir drücken auf X, das wäre dann der Leibwächter. Spüre die Leibwächter deines Häuptlings auf und besiege sie, bevor du es mit den Häuptlingen selbst aufnimmst, damit es dir leichter hast, ihn zu besiegen. Hilf Paranor, ich hoffe, das spricht man wirklich so richtig aus, dabei, diese Leibwächter zu töten. Okay. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du klingst, als hättest du Erfahrung damit. Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Arschnass. So, geht schon. Kill ihn. Er muss 5 Leute umbringen in Schleichmodus. Das werden wir ja hoffentlich schaffen, da. Paranoia, lauf vor. Oh, hinter mir passiert was, oder? Nein. So, wenn du nach unten, was, wenn du noch unentdeckt bist, kannst du einen Verbündeten oder, ja gut, das ist das, was ich jetzt gerade die ganze Zeit gemacht habe. So, den hole ich mal. Ich glaube, da hinten haben wir auch noch wen stehen, ja. Es wäre cool, wenn ich ihn sagen könnte, bleib mal da kurz stehen. Den kannst du holen. Ich weiß, dass ich das Auftragsgebiet verlasse, aber trotzdem, ich hätte gerne den 4. Punkt. Für Gondor. Für Gondor. Jawohl, für Gondor. So, wir müssen allerdings in die andere Richtung. Ich habe gehört, diese Spinnen werden immer dreister, umschwärmen Uruks als sein. So, Was ist jetzt passiert? Ich habe dir Einblick gewährt, Grabwandler. Ist das alles, was du kannst? Habe ich schlecht gewählt? Was ist jetzt passiert? Erneut versuchen, bitte. Achso, ich bin... Alter, ich bin aus der Ding gegangen, aus der Range, oder was? Ich wollte doch nur den Typen umbringen. Meine Güte.
War ich wirklich so weit entfernt? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal das Gespräch da... Na, Gott sei Dank nicht. Okay, dann probieren wir es halt nochmal. Bleib im Missionsgebiet. Also das zählt jetzt nicht unter Sterben. Ja, das will ich jetzt nur sagen. Sie sind so abscheulich. So, Nummer 1. Das ist für Minas im Tier. Nummer 2. Na, geh vorbei da. So, da nach hinten gehen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt da den richtigen Weg. Der Angriff auf die Mittelstadt war erfolgreich. Ich liebe es, wenn die Bleichhäute das Grauen packt. So, folge dein Gefallen. Okay, das zählt auch. Cool, der hat so Dolche mit. So, das passt schon. So, somit haben wir alle 5. Und die Spur des Leibwächters. Ah, das habe ich übersehen, um Gottes Willen. Ja, Fehler passieren. Tut mir leid. Ah, ich hätte eh da noch vorgehen müssen. Na dann. Wir werden immer dreister. Umschwärmen Uruks, als seien sie besessen. Das sehr brav. Lässt grüßen. Das vergift man gleich. Wo bist du? Irgendwo am Arsch der Welt, hä? Folge mir. Paranoia. Du nimmst den rechten, ich nehme den linken. Ab geht's. Den kannst du auch gleich holen. Maranor? Ah, bist du da. Wird mich interessieren, ob ich auch die Erfahrungspunkte kriege, die er tötet. So ganz langsam und leise da rein. Den kannst du auch gleich holen. Maranor? Oh, bist du da. Ich habe immer Angst, dass er weg ist. Ui. Da kommt er runter. Da schickt man einfach drauf, das passt schon. Du gehst auf ihn. Ich gehe auf ihn. Hast ihn? Schaut gut aus. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Kommt, um sich mir auszuliefern. Haben wir doch etwas Spaß. Na dann komm her mal, Knochenknacker. Komm runter da von deinem Scheißviech da. So, das Scheißviech bringen wir auch natürlich gleich um. Sofortige Hinrichtung. Na, nicht auf ihn. Aber ist ja wurscht. Wartet. In den Kopf. Ah, in den Kopf. In den Kopf? Achso, er ist schon tot. Alter. Gott sei Dank haben wir da ja eh noch welche liegen. Sowas habe ich noch nie gesehen. So, ja, ja, lauft's noch vor. Ich helfe euch natürlich. Ja, das zieht viel Schaden. Über ihn drüber. Sofortige Hinrichtung. Und gute Nacht. So, fertig. Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. So, Fertigkeitspunkt wieder erhalten.
So, die Ork-Anführer, die Häuptlinge von Kirit Ungol, führen die Ork-Streitkräfte gegen Minas Ithil an. Ohne ihre Anführer werden die Armeen des dunklen Herrschers in großer Unordnung gestürzt werden. Locke die Häuptlinge des Gegners hervor und besiege sie, indem du einen, was, Konfrontationsauftrag durchführst. Okay, das können wir ja machen. Verbesserungen freigeschalten. Gefolgsleute rufen. Ja, das habe ich jetzt freigeschaltet. Das ist ziemlich nice, muss ich sagen. Indem wir das Steuerkreuz runter, sondern nach rechts drücken, bekommen wir Gefolgsleute. Soldaten aus Minas Ithil wurden entsandt, um dir beim Kampf gegen diese Häuptlinge zu helfen. Drücke nach rechts, so wie ich es gesagt habe, Steuerkreuz rechts, um deine Gefolgsmänner aus Gondor an deine Seite zu rufen. Das ist ziemlich nice. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihre Angriffe auf Minas Ithil fortführen. Dann steht unser Weg fest. Wir müssen sie alle töten. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Wir sind auch schon Stufe 7. Na, Stufe 8 sind wir schon. Das ist sehr nice. So, und wir haben neue Fertigkeiten, sehe ich gerade. Geist auf jeden Fall. Das ist das hier. Rufe bei voller Macht mit Viereck und X eine gewaltige Explosion hervor, die umstehende Feinde betäubt und vorübergehend erblinden lässt. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Was ich allerdings gern hätte, ist das da. Der Eissturm. Wir tun ihn, auf gut Deutsch gesagt, einfrieren und dann mit Viereck einfach drauf, so wie da oben schon gezeigt wird. Das ist ziemlich nice, muss ich sagen. Fernkampf, was haben wir da? Frostnageln, ja, das habe ich auch ab und zu verwendet. Wenn sie flüchten, kann man ihnen in das Bein schießen, so wie das jetzt da im Video gezeigt wird. Und sie können sich dann einen Moment lang nicht bewegen. Das ist auch ziemlich nice, muss ich sagen. So, was haben wir hier oben? Terrorisieren haben wir jetzt da. Okay, das können wir ja auch gleich nehmen. Das Terrorisieren, glaube ich, kennt dann jeder von euch. Wenn nicht, ja, erkläre ich es jetzt einmal. wenn wir terrorisieren gegenüber einem Ork, rennen die anderen eigentlich weg. Das ist eigentlich alles. Wir sind dann wieder alleine. Das ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. So, 3 Fähigkeitspunkte habe ich noch. Was haben wir hier oben? Verbesserung Pfeilhagel. Gut abgestimmter Konter gewähren einen Elbengeschoss. Ja, das nehmen wir. Allerdings geht's noch besser. Du erhältst durch jeden Konter Macht. Nein. Gut abgestimmte Konter töten feindliche Fußsoldaten sofort. Wirkt nicht gegen Hauptmänner und Bestien. Das ist ziemlich leiwand. Da müssen wir aber erstmal Stufe 15 werden. Es ist aber auf jeden Fall gut. Verbesserung, eiserne Grausamkeit. Okay. Terrorisiere, was? Verleiht deine Macht und deinen Trefferserie einen Bonus. Ja. Wir haben eh die Punkte. Kaufen wir es uns einfach. So, Fernkampf. Frostnageln lässt umstehende Feinde panisch davonlaufen. Wirklich? Das habe ich noch nie freigeschalten. Das ist gut. Das ist gut. Das nehmen wir uns. So, wir machen weiter mit der Hauptstory. Wie gesagt, seid froh, dass ich das alles eingesammelt habe. Jetzt geht's einfach weiter durch da mit der Hauptstory. So, wir tun mal markieren, machen darunter eine Schnellreise. Und ich glaube, wir müssen wieder zu Kankra. Ich bin mir aber nicht sicher. Kankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Na, dann laufen wir mal. Zur Spinne. Spinnenfrau. Keine Ahnung. Ja, da sind eh schon die ganzen Viecher. Lasst mich in Ruhe. So, und ich schätze mal, dass da jetzt wieder eine Cutscene kommt. Na sicher, es ist Hauptmission. So, Pfeilhagel, kehre jetzt zu Kankra zurück, um mehr über die Gefahren für Minas Ithil zu erfahren. Wir kriegen dafür 3300 Erfahrungspunkte, was ziemlich geil ist, muss ich sagen, und 380 Miril. Wir starten. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt.
Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Auf geht's nach Minas Ithil wieder zurück. Jetzt müssen wir zuerst einmal zuerst mit Baranor noch reden. Den einzigen Schwarzen in ganz Mittelerde. Ich glaube schon. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie einmal einen Schwarzen gesehen habe. In Mittelerde. Nicht einmal einer der Soldaten war schwarz. Baranor, ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. So, besiege 10 Bogenschützen, ohne den Alarm auszulösen. 4 Eliminierungen durch Schleichtöten. Das sollten wir eigentlich schaffen. Geht's mal weg da. Da oben haben wir schon einmal einen. Ganz ruhig und gelassen. Auf hier mit dir. Er hat sich weggedreht, das ist gut. Dann haben wir da drüben den nächsten. Das heißt, wir springen da einfach runter. So, der da oben kriegt nichts mit, das ist sehr gut. Der geht auch gerade weg, das ist noch besser. Das heißt, ich kann da einfach auf. Sehr gut. Ja, ja, geh nur, geh nur. Wir trödeln, desto mehr. Eigentlich arbeiten wir allein. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Rauf mit dir. Das ist auch gut. Ah, stehen perfekt, muss ich sagen. So, irgendwo da oben war noch einer, oder? Nein, da oben war keiner. Oh ja, da unten ist er. Er steht auch mit dem Rücken zu uns. Ich aktiviere mal kurz das Auge. Cool, ich kann da einfach durch. Gute Nacht. So, dann haben wir da oben den nächsten. 6 müssen wir noch umbringen. Er hat 6 gesagt. Das ist auch gut. Perfekt, wie sie da stehen. Ein Elb ist so viel wert wie 3 Schützen aus Gondor. Was? Nur 3? So, langsam und leise. Da lassen wir uns einfach mal so runterfallen. Genauso wie da. Der Häuptling hat einen guten Plan. Nichts kann uns aufhalten. Bald werden wir im Blut der Bleichhäute baden. Ich glaube, da hat sich etwas... Okay. Ein Mörder ist unterwegs.
glaube, die haben mich aber nicht gesehen, oder? Oh ja, sie haben mich gesehen. Wir laufen einfach geradewegs da weg. Alles ist cool. Alles ist super. Nein, er hat tatsächlich das Leuchtfeuer gemacht. Du musst mit den Monstern leben. Du musst eins werden mit ihnen. So besiegst du den großen Betrüger. Das zählt nicht als Sterben. Meine Güte. Ich war eh so leise. Wieso hat er das mit... Achso, weil ich den Typen runtergehauen habe. Das hat er gehört wahrscheinlich. Ich habe den Typen runtergehauen, das haben sie gehört, dann haben sie die Leiche gesehen und dann haben sie mich auch noch so leicht gesehen, kann man sagen. Okay, noch einmal. Natürlich wieder alles von Anfang. Meine Güte. So, den kann ich ja jeder runterhauen da. Das sollte eigentlich keiner mitkriegen. Jetzt springen wir wieder da runter. Das stimmt, wir könnten eigentlich nach Verwirrung sorgen. Das heißt, da schießen wir einfach drauf. Dann gehen wir da auf. Er sieht mich nicht. Da sieht er mich auch nicht, wenn ich darauf gehe. Zack. Eigentlich arbeiten wir allein. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. So, perfekt. Genau, das war der Einzelne, der da gestanden ist. Den holen wir uns auch so. Und die anderen mache ich dann mit dem Pfeil und Bogen, würde ich sagen, ne? Da oben ist auch noch einer. Wo wir geradewegs einfach hinkommen. Ein Elb ist so viel wert wie drei Schützen aus Gondor. Was? Nur drei? Dann gehen wir da mal rüber. Der schaut weg. Das geht sich aus, das geht sich aus. Schön in den Kopf. So, den da hinten holen wir uns am Schluss erst. Jetzt holen wir uns mal den da. So, der andere ist da drinnen. Ganz kurz aktivieren. Da kann ich Ghoul-Dinger holen. Das aktivieren wir mal. Vielleicht laufen die dann da runter. Müssen jetzt da mal nur warten. Ja, ja, da kommen sie schon, die Ghule. Wie schaut's mit euch aus? Euch interessiert das nicht, oder was? Gut, wir werden das jetzt anders machen. Unterschätze nie den Mann, der sein Zuhause beschützt. Das ist nicht ihr Zuhause. So, der geht jetzt nachschauen, aber die haben die Ghule anscheinend schon umgebracht. Die zwei bleiben da unten stehen. Gut. So, der Typ steht eigentlich alleine da drinnen. Er wird sich nicht kampflos ergeben. Er ist ein sturer Kopf. Auch gut. Und der letzte ist da oben. Ist vor mir wer? Na, rechts von mir ist wer? Das heißt, wir gehen da so entlang. Und da hangeln wir uns rauf. Na? Gehst halt noch weiter? Danke. Und fertig. Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. So, Aussichtspunkt, jawohl.
und den Befehl geben, dass sie angreifen sollen. Die Angriffe der Eindringlinge sind dreister geworden. Ohne gesehen zu werden, nehme ich einmal an. Diese hinterhältigen Schwanz schlagen schnell zu. Wir können wieder ein bisschen da um und um werken. Zack. Vielleicht laufen die dann rüber, das wäre nicht schlecht. Da kommt er schon. Und sie sind oben bei mir. Um Gottes Willen. Aber gut, so geht's auch. Sie haben mir den Ansporn gegeben. So. Geben wir Baranors Trupp das Zeichen. Ja. Hallo? Ich drücke, es geht nicht. Hallo? Ich drücke drauf, aber es geht nicht. Drücke nach rechts, um Gondorianer herbeizurufen. Ich drücke nach rechts, es geht nicht. Okay, in Optionen kann ich reingehen. Schauen wir mal, vielleicht geht's jetzt. Jetzt macht das, gut. Der süße Geruch von Menschenangst. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam, Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt, erlangen wir den Sieg. Gemeinsam nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setzt sie in Flammen! Für Gondor! Es ist Zeit für den... 1, 2, 3, 4... 5 Leute können wir jetzt da hinrichten. Das machen wir jetzt auch. Wir springen gleich rein und ab geht's. Du musst der Narr sein, der meine Leibwächter getötet hat. Du zögerst das Unvermeidliche nur hinaus. Heute fließt das Blut der Menschen und deins trinke ich zuerst. Krakorn. Der Herzlose. Was haben wir denn? Leg mir los! Das Messer. Na, springen. Den Krakorn müssen wir umbringen. So, ein paar Schüsse verteilen. Oh, sehr gut. Kopftreffer ist gleich weg. Alles cool bis jetzt. Hinrichtung. Und weg mit dir. Nummer 2. Dusch. Oder wie auch immer heißt. Der hat sich bei uns leider Gottes nicht vorgestellt. Oh, da liegt sehr, sehr viel. Ist er der Letzte, oder? Ich glaube, er ist der Letzte. So, dann drücken wir Kreis. Ah, hat leider nicht funktioniert. Geh mal da ganz kurz rauf. Sind da oben Orks? Ah, da oben sind nur unsere Leute. Niederschlagen und Hinrichtung. Ich denke, wir sind quitt. Eine gute Jagd. Mhm. Außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Nun, Talion, konnten wir etwas bewirken? Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich! Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein.
Darf ich noch die Rüstungsteile aufheben? Das wäre nicht schlecht. So, Stufenaufstieg. So wie immer. Stufe 9 sind wir schon. Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. Alles nehmen wir mit. Können wir auch alles zerlegen, um Gold zu kriegen. So, das war's, oder? Das müsste eigentlich gewesen sein. So, jetzt schauen wir mal auf die Karte, wo das Zielgebiet ist. Das wäre eh gleich hier. Das heißt, wir, keine Ahnung, wir könnten eigentlich gleich durchlaufen. Kankra kann uns Saurons Schwäche zeigen. Wir brauchen sie. Aber um welchen Preis? Ich gehe nur kurz darauf, damit ich nicht in so arg im Feindesgebiet bin. Und wir machen natürlich im nächsten Part weiter mit der Hauptstory. Nämlich was anderes kann ich jetzt so und so nicht machen. Deswegen habe ich auch alles eingesammelt. Es ist auch nichts Neues dazugekommen. Es ist ziemlich leiwand. Okay, gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch. Wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.